Hallo, heute habe ich mir einen Rock angezogen. Ich habe verschiedene, also den habe ich, das ist der bequemste. Der ist, man sieht, ich habe zugenommen, also er sitzt schon ein bisschen enger. Dann habe ich so einen Top, das hat hier den Clou, dass die Achseln freiliegen, weil das hier so geplustert ist. Und dann schwitzt man gar nicht, weil es ist ja im Moment so ein bisschen schwül und da schwitzt man total. Ja. Ich kann aber auch noch zeigen, also so würde das aussehen. Und so von hinten. Der Rock ist sehr bequem. Ich hätte aber auch noch einen anderen Moment. Zum Anziehen hätte ich aber auch noch den. Das ist so ein Mintrock. Der ist, naja, es geht so, würde ich sagen. Der ist von Noa Noa. Das ist so ein Laden. Passt ganz gut zu diesem Make-up, was ich habe. Weil ich habe ja auch so Champagnergrün genommen. Und dann habe ich hier nochmal Grün über das gegeben. Dadurch, dass ich den Eyeliner gezogen habe, sieht man gar nicht, dass ich noch andere Farben genommen habe. Egal. Unten habe ich so blauen Kajal benutzt. Ja. Und so sieht das dann aus für die Lippen. Habe ich dieses Too Faced. Und man sieht, es fängt schon an zu rissen. Und da werde ich dann halt dieses andere Gloss drüber geben. Egal. Also. Aber dieser Rock, der sieht halt, sage ich mal, sehr streng aus. Der sieht auch sehr, sehr gut aus. Aber natürlich ist der etwas länger, ne, als der andere. Also, ich weiß jetzt auch nicht genau. Ist natürlich eine Frage, ob man sich das jetzt traut, so rauszugehen, weil der ist ja schon ein bisschen arg. Naja. wenn der ungefähr bis hier wäre, wäre mir lieber oder so. Oder wenn er halt ein bisschen enger wäre. Ich habe den halt gekauft für 20 Euro, noch nie angehabt, aber. Moment. Dann hätte ich noch den, der ist weiß. Der ist schon etwas enger geworden, wie man sieht. Also ich habe so ein bisschen das Falsche gegessen, würde ich mal so sagen. Aber der sieht natürlich auch gut aus, ne? Ist aber dadurch, dass der jetzt auch enger ist, läuft der auch mehr Gefahr. Sag ich mal. Runterzufallen oder so. Aber es kommt ja auch auf die Jacke drauf an. Dass der jetzt so eng geworden ist, komisch, ne? Ich bin ja nicht schwanger oder sowas. Aber der ist halt auch sehr, sehr schön. Deswegen habe ich mir den gekauft, weil der sah natürlich krass aus. Aber so, den habe ich von H&M. Okay, also da der eng ist, sehe ich ja, dass ich schon etwas dicker geworden bin. Naja, aber passt jetzt auch nicht so optimal. Wobei es passt eigentlich schon, aber irgendwie, weiß auch nicht. Ist ein bisschen eng und kurz. Und mit den Rüschen weiß ich nicht. Es sind zwei verschiedene Stilarten. Dann habe ich noch diesen Jeansrock. Der sieht auch ganz gut aus. Gerade auch mit dem Blau und mit den Haaren. So diese bisschen. Wavy Haare geht auch, also aber das Schwarze sieht am edelsten aus, würde ich sagen. Das weiß ich jetzt nicht mit der Jacke. Müsste man gucken. Ist halt Jeans, ne? Also in die Disco würde ich jetzt nicht so mit dem, aber ist ein schöner Rock. Der ist etwas gediegener als, sage ich mal, ein Rock für die Disco. Aber der ist schon auch kurz, also ein bisschen kürzer als über die Knie. Aber die Länge ist eigentlich okay, finde ich. Also von mir aus geht das so. Aber das Top ist auch nicht das absolut Beste dafür. Also, Moment. Ja, mit der Jacke sieht das dann so aus. Also, es passt dann doch nicht so super. Aber der Schwarze geht mit der Jacke gar nicht, weil die ist echt zu kurz.
Und dann sieht das so aus. Nee, ich glaube, das ist auch alles sehr unbequem und eng. Ja. Also ich glaube, das ist ein bisschen schöner, so vom Stoff mit Stoff, weil das Top passt besser zu dem. Ja. Und mit der Jacke sieht das dann so aus. Ich finde, das geht eigentlich ganz gut. Ja, das war schon mein Outfit für today. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Tschüss.